Die Entlassung von Dirk Schuster beim 1. FC Kaiserslautern, das Trainerbeben der Woche stand jetzt. Ja. Der FCK hat seinen Trainer entlassen und das kam auch für mich als Fan des Vereins und für alle Beteiligten, glaube ich, im Umfeld schon ein bisschen überraschend. Das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem für alle, die nicht Fan dieses Vereins sind und das jetzt nicht tagtäglich beobachten. Das ist immerhin der Trainer, der das relativ sensationell geschafft hat, in die zweite Liga aufzusteigen durch die Relegation. Der, finde ich, auch zumindest zeitweise in der zweiten Liga einen ganz guten Job macht. Also die haben ja wirklich letztes Jahr und auch dieses Jahr mal oben angeklopft. Es war immer so ein Auf und Ab. Jetzt ging es aber die letzten Wochen doch steil bergab. Ja, die Pfalz trägt Trauer. Also ich möchte echt, bevor ich es vergesse, einmal sagen, danke Dirk Schuster, weil er hat definitiv, wie ich finde, viel für den Verein geleistet. Hat zur Relegation ja auch erst übernommen in einer schwierigen Situation, nachdem man den direkten Aufstieg noch unter Marco Antwerpen verspielt hatte. Und er ist nur für die Relegation gekommen, ne? Das war doch so. Also Relegation und dann mal gucken, glaube ich, war es. Aber direkt vor der Relegation. Genau. Also, kein Pflichtspiel, kein reguläres. Es war sofort rein in die Relegation. Das ist ja auch eine denkbar schwierige Aufgabe gewesen. Und die hat er gegen gemeistert. Gegen den Gegner, gegen Dresden. Hat dann eine hervorragende Hinrunde gespielt in der abgelaufenen Saison. Zur Wahrheit gehört leider dazu, dass, auch wenn man trotz des Aufschwungs, den es zum Saisonstart jetzt auch wieder gab, nach den zwei Pleiten gegen Pauli und Schalke, der Punkteschnitt von Dirk Schuster im Kalenderjahr 2023 ist in der zweiten Bundesliga, glaube ich, 1,09. Das ist sehr, sehr wenig. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass man nach einem guten Start, der diesmal noch schneller wieder abgeebbt ist, so ein bisschen einbricht, auch ergebnistechnisch einbricht. Und ich glaube, dementsprechend hat man jetzt sich entschieden zu reagieren. Und wenn ich sage Mann, meine ich Thomas Hengen, der auch bekannt dafür ist, dass er sich sportliche Fehlentwicklungen nicht allzu lange anschaut, bevor er dann irgendwann auch relativ drastisch und konsequent durchgreift. Weil dasselbe hat er auch bei Marco Antwerpen gemacht. Da hätte man auch verargumentieren können, das ist trotzdem der Trainer, der uns in die Relegation gebracht hat. Die geben wir ihm auch. Ja. Und auch da hat er dann, glaube ich, auch damals eine relativ kontroverse bis unpopuläre Entscheidung getroffen, die am Ende richtig war. Die am Ende richtig war, und ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass man hier auf jeden Fall nach diesem Abwärtstrend eine Veränderung möglicherweise gebraucht hat, das schon. Was mich aber nicht nur überrascht, sondern auch sehr stark wundert, ist das Timing. Also wir hatten gerade eine Länderspielpause. Vor der Länderspielpause lief es schon nicht besonders gut. Und das ist ja noch gar nicht, wie du schon angesprochen hast, die erste Krise, in der sich Dirk Schuster befunden hat. Diese Saison, also man ist sehr schlecht gestartet. Da wurde schon darüber diskutiert. Letztes Jahr haben zumindest Fans schon mal darüber diskutiert, ob Dirk Schuster noch der Richtige ist. Dann ging es dann eine Weile bergauf, jetzt wieder bergab. Die Länderspielpause, da hätte man diesen Schritt machen können, da hätte man ihn entlassen können. Jetzt sind wir einen Spieltag wieder drin. Und jetzt ist heute Donnerstag. Am Wochenende wird gespielt. Normalerweise müsstest du doch, wenn du an einem Donnerstag deinen Trainer entlässt, eigentlich schon direkt einen neuen präsentieren und jetzt nicht noch diesen einen Spieltag irgendwie so im, keine Ahnung, so im Leeren verbringen. Das war auch meine Erwartungshaltung. Mal gucken, ob da noch eventuell was passiert vor dem eigentlichen Spieltag oder vor dem Spiel zumindest. Also der Trainer hat dann keinerlei Möglichkeiten mehr, irgendetwas dieser Mannschaft. Also, aber das kennt taktisch. Man ja aus der Anstellung von Dirk Schuster auch, dass das nicht einem Erfolg zwingend im Wege stehen muss. Und habe ich auch halb erwartet, so wurde es ja auch angekündigt. Das hieß ja erst, der FCK sei in Verhandlungen mit Michael Wimmer, der auch, glaube ich, der heißeste Kandidat ist. Enrico Maaßen hat sich wohl angeblich schon wieder erledigt, da gab es auch Gerüchte drum. Wie sehr hast du durchgeatmet? So sehr, dass ich mich gerade kurz bekreuzige hier, dass das nicht passiert, weil ich es einfach auch nicht gefühlt hätte. Du musst als FCK-Trainer, neben dem, was du fachlich mitbringst, gibt es da auch eine charakterliche Komponente, eine Ausstrahlungskomponente, die passen muss. Dirk Schuster, finde ich, hat in seiner ganzen Art und Weise, in dem, was er ausgestrahlt hat, gut zum Umfeld Kaiserslautern gepasst. Bei Enrico Maaßen hätte ich da ganz große Zweifel gehabt. Aber ich hätte auch erwartet, dass man erst die Entlassung von Dirk Schuster verkündet, wenn man sicher ist und einig ist mit dem neuen Trainer. Vielleicht ist man das ja auch schon hinter den Kulissen. Und da müssen noch irgendwie letzte Formalitäten erledigt werden, Stand jetzt, wo wir hier aufnehmen, bis man es offiziell verkünden kann. Die eine Sache, die mich aber so ein bisschen die ganze Zeit schon verwundert hat, ist, wie kurz dann die Zündschnur, nicht nur beim Verantwortlichen, sondern aber auch bei den Fans ist, bei Kaiserslautern. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass man, wie viele große Traditionsclubs, da ein bisschen, dass da Realität und Anspruchshaltung ein bisschen auseinandergehen. Weil gucken wir mal einfach auf die Fakten. Kaiserslautern ist zurück in der zweiten Liga. Das ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg. Das ist nicht nur in der ersten Liga schwieriger, dieses zweite Jahr, weil du nicht mehr ganz diese Euphorie mitbringen kannst vom Aufstieg. Und du bist Elfter. Du bist 5 Plätze entfernt von den Abstiegsrängen.
sollte man da nicht aus Kaiserslautern Sicht zufriedener drauf gucken? Aber wie viele Punkte? Nee, 5 Punkte, Entschuldigung. Okay. 5 Punkte. Das ist nicht viel. Also in der engen zweiten Liga ist es nicht viel. Vor allem der FCK erinnert sich, glaube ich, noch gut an das Jahr, in dem man aus der dritten Liga oder aus der zweiten Liga in die dritte abgestiegen ist. Also es sind auch 6 Punkte bis zum Relegationsplatz nach oben. Ja, ja, klar, aber es gibt halt keine Garantien. Und im Abstiegsjahr damals hatte man auch, glaube ich, dann unter Michael Fronzek noch am Ende über 30 Punkte geholt. Das hat nicht gereicht und es war eigentlich eine Menge an Punkten, wo man gedacht hätte, das müsste genug sein. Von daher, glaube ich, man ist da sehr wachsam aufgrund der Vergangenheit. Was mir nicht gefallen hat, ist also das ist jetzt große Kritik von jemandem, der nicht selber da war, um zu supporten, aber ich fand es nicht ideal, dass schon gepfiffen wurde gegen Kiel, dass es dann im Stadion schon dermaßen einen Stimmungsumschwung gegen die Mannschaft gab. Das, finde ich, hat sich weder Trainer noch Mannschaft zu diesem Zeitpunkt verdient gehabt. Es ist ein gefährliches Umfeld oder es ist ein volatiles Umfeld, wo Stimmungen schnell kippen können, aber ich finde zumindest, auch wenn man Traditionsvereinen oft nachsagt, dass die Fans und die Vereine eine Anspruchshaltung haben, die mit der Realität nicht immer ganz in Einklang ist, der FCK hat einen Kader, der besser ist als Platz 11. Auch für einen Aufsteiger zweites Jahr, Lautern ist kein ganz gewöhnlicher Aufsteiger aus der dritten Liga. Natürlich und nicht. Wenn ich den Kader durchgehe, jetzt hat man auch ablösefrei oder den vereinslosen Almami Touré verpflichtet, der vorher Bundesliga in Frankfurt gespielt hat. Ich gehe diese Mannschaft durch, ich sehe da einige Spieler. Puchas, der ausgeliehen wurde von Union Berlin, wenn man in die Offensive reingeht, Ragnar Ache, da ist Qualität drin in der Mannschaft und da ist mehr Qualität drin als Platz 11. Von daher finde ich schon, dass es berechtigt ist zu sagen, das, wo der FCK tabellarisch aktuell steht, das spiegelt nicht exakt wider, was in dieser Mannschaft drin steckt. Ja, da kann ich nicht viel gegen sagen. Der Kader ist wirklich gut und ich finde aber auch zeitweise hat Dirk Schuster viel aus diesem Kader halt rausholen können. Ich glaube, ich hätte ihm als Außenstehender noch ein bisschen mehr Zeit gegeben, noch ein bisschen mehr darauf gesetzt, dass sich das vielleicht auch einpendelt, weil sollte man da bleiben, zumindest bis zum Ende der Hinrunde Zeit gegeben, um dann zu bilanzieren. Das wäre auch vor dem letzten Spiel meine Erwartungshaltung gewesen, dass er die Hinrunde so oder so kriegt und man dann Bilanz zieht. Genau, weil du hast dann immer noch eine ganze Rückrunde Zeit, du hast die Qualitätsdichte oder die Punktedichte der zweiten Liga angesprochen, da bist du mit 2 Siegen, bist du plötzlich wieder oben dran. Ja, also du gehst so oder so, wäre Lautern, auch wenn Dirk Schuster geblieben wäre, nicht in die Rückrunde gegangen mit irgendwie einer aussichtslosen Situation, Nein. Da wäre immer noch alles möglich gewesen, aber das ist, glaube ich, Thomas Heng. Thomas Heng ist so ein Typ, wäre den Anfängen, der einfach im Keim schon Dinge ersticken möchte, gar nicht erst dazu kommen lassen möchte. Das ist ja auch der Kader, den er gebastelt hat und wenn er das Gefühl hat, das ist nicht das, wir rufen nicht das ab, was ich glaube, was mit der Mannschaft, die wir hier haben, möglich ist, dann glaube ich, ist er einfach so konsequent, dass er da durchgreift. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das, was für den Ersten Weltkrieg ich bin gespannt. Die Ermordung von Franz Ferdinand war, ja. Das ist für Lautern der Flaschenwurf von Düsseldorf. Oh, ja, stimmt, da hat man dann, was war man, 3-0 vorne? Oder 3-0 so? Vorne, ja. Dann kam die Flasche ja. Und dann ist irgendwie alles gekippt. Und dann hat man 4-3 noch verloren. Stimmt, und das dann Spiel danach. Kommt danach das Spiel HSV, genau. Wo du auch 3-1 führst ja. Und noch 3-3 spielst. Und ich glaube, diese beiden wirklich herben Rückschläge. Also klar, auf dem Papier ist ein 3-3 gegen HSV gut, aber wenn du vorher ein 3-0 verspielst und dann wieder eine 2-Tore-Führung nicht über die Zeit bringst, ich glaube, das macht was mit einer Mannschaft. Und mein Gefühl ist, dass das Düsseldorf-Spiel, leicht auch noch das HSV-Spiel hinzunehmen, dass das der Knackpunkt gewesen ist für den FCK unter Dirk Schuster. Danach ging in der Liga zumindest auch gar nichts mehr. Ne? Du hast also noch Köln geschlagen im Pokal. Genau, das muss man aber auch hervorheben. Die sind noch drin, die haben Erstligisten aus dem DFB-Pokal direkt nach dem HSV-Spiel rausgehauen. Ja, noch Erstligisten. Aber auch da ist es ja knapp geworden. Ne? Auch da hat man deutlich gegen 10 Kölner. Und es wurde nochmal richtig eng. Also ich finde, du hast der Mannschaft schon angemerkt, dass die Spiele Düsseldorf und Hamburg Spuren hinterlassen haben. Ja. Deswegen, ich finde es schade, weil ich es Dirk Schuster gewünscht hätte, dass er eine längere Amtszeit beim FCK prägen kann, weil ich ihn sympathisch finde und für einen coolen Typen halte. Aber ich kann am Ende mit dieser Entscheidung leben und ich finde nicht so, also es ist nicht total unnachvollziehbar und es ist jetzt für mich kein klassisches Beispiel für typisch Lautern wieder oder Vintage Lautern wieder Chaosverein. So würde ich es nicht sehen. Mhm. Ich würde eher sehen, dass es der Versuch von Thomas Hengen ist, frühzeitig Chaosstimmung und Panik zu verhindern, indem er jetzt was macht, jetzt was verändert. Und dann mal schauen, wer jetzt kommt. Ich glaube, jetzt kommt ganz drauf an, wer Trainer wird. Wenn es Michael Wimmer werden sollte, wollte ich gerade fragen, dann holt es mich insofern ab, dass ich ihn in Stuttgart als einen coolen, sympathischen Typen wahrgenommen habe, der auch eine Ausstrahlung hat, die, finde ich, zum Betze passt, die, glaube ich, auch von der Persönlichkeit her, dass er in der Lage ist, das zu schultern dort.
er leidet bei Austria Wien, wo er, glaube ich, als er kam, einen guten Start hatte und die fast noch in die Conference League geführt hat. Ja. Auch darunter, dass der Verein wenig bis keine Kohle hat. Deswegen die Ergebnisse dort sehen zwar durchwachsen aus, sind aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil er hat unter anderem mit Tabakovic, der jetzt für die Hertha stürmt, dann, glaube ich, noch relativ spät seinen besten Torjäger verloren. Und Wimmer fände ich zumindest eine Personalie, die ich spannend genug fände, um mich erstmal abzuholen. Ja, auf jeden Fall. Austria-Wien-Fans oder Fans des österreichischen Fußballs, wo wir jetzt nicht negativ drin sind, gerne mal Bezugnahme, was ihr zu Michael Wimmers Job bei der Austria sagt. Aber stimmt, erst in der Qualifikation an der Conference League gescheitert. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, und beim VfB war es ja auch ordentlich, die Interims. Genau, ich glaube 1,7 Punkte oder so. Also interimsweise da echt das ordentlich gemacht nach Matarazzo, dann nicht das Vertrauen bekommen. Er musste weichen für, das kann man dann auch verstehen, Bruno Labbadia. Klar. Klar, da hält man nicht mit. Da hält man dann nicht mit natürlich als weitestgehend noch unbeschriebenes Blatt. Ja. Aber ja, Dirk Schuster ist Geschichte. Wir schauen mal, wer jetzt kommt, was sich getan hat, jetzt während wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich noch nicht so viel. Ey, ich drücke, als jemand, der da neutraler, ein bisschen neutraler drauf schaut, Kaiserslautern unglaublich doll die Daumen, dass dieses Timing denen nicht auf die Füße fällt. Ja. Dass sie da jetzt nicht irgendwie die letzten Spiele vor der Winterpause in Sand setzen und dann die Rückrunde mitten im Abstiegskampf starten, weil dann kommt wieder dieser Druck und dann kommt wieder dieses leichte Chaosgefühl, was du angesprochen hast. Vor allem, du weißt halt, was es für ein Abgrund ist, ne? Genau. Wenn du mal dritte Liga die gemacht dritte hast. Die dritte Liga ist ein Haifischbecken. Absoluter Horror. Ja. Also, und es ist halt auch einfach ein langer Weg zurück sein, weil du siehst auch bei Bielefeld, ja, wenn du aus der zweiten in dritte absteigst, fliegt dein kompletter Kader auseinander. Klar. Du musst eine komplett neue Mannschaft bauen und dass man da halt wirklich Angst vor hat und das verhindern möchte, kann ich verstehen. Ich bin mal gespannt, ob noch eventuell dann doch noch andere Namen in die Verlosung kommen, weil wer ja auch theoretisch frei wäre. Hättest du einen Wunschtrainer? Also, zwei Leute, die FCK-Vergangenheit haben. Mhm. Ich glaube, Labbadia ist jetzt tief genug gefallen. Er ist tief genug. Du hörst nicht auf. Hör nicht auf. Nee. Das sind, ich habe schon abschließend zu Nico gesagt, das ist meine Version von Daddy-Issues. Ja, ja, wirklich. Ich höre nicht auf, aber Labbadia ist, glaube ich, jetzt tief genug gefallen, dass FCK für ihn eine veritable Option wäre. Aber wäre es auch für den FCK eine gute Option? Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Labbadia ist nicht der Messias. Labbadia ist aber auch, glaube ich, nach wie vor keine Trainer-Vollpfeife. Nein, das ist nicht. Und ich glaube, er könnte bei einem Zweitligisten, bei einem soliden Zweitligisten in Spe auch was bewegen zum Positiven. Und ansonsten natürlich Miroslav Klose, ne? Also das ist natürlich der große Name, die große Verlockung. Der sich sportlich allerdings nicht angeboten hat, um es mal so zu formulieren. Aber er hatte nur Alltag, oder? Er hatte nur Alltag, klar bei den Bayern trainiert, aber er hatte nur Alltag und das ist komplett in die Hose gegangen. Aber ich glaube, Alltag war auch so ein bisschen die ärmste Kirschenmaus der österreichischen Liga. Also ich glaube, da hat er auch wirklich mit Du meinst, es war schwer zu glänzen? Schwer zu glänzen unter den Umständen, glaube ich, gewesen. Ja, ich würde ihn deswegen nicht vollständig abschreiben wollen. Nee, das nicht. Klose ist natürlich was dich lockt als Fan, als so eine Romantikperspektive. Aber ich glaube, aus einer Vernunftentscheidung raus wäre es, glaube ich, etwas zu nehmen, was nicht emotional in irgendeiner Form schon vorbelastet ist. Ja. Und damit Michael Wimmer jemanden zu nehmen, der einfach clean anfängt, wo genau. Die Erwartungshaltung nicht von Tag 1 total überfrachtet ist. Jetzt stell dir mal vor, Klose kommt dahin. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und der wird entlassen im März oder so. Aber stell dir vor, es klappt. Ja, das wäre geil. Und er führt dir nach oben. Das wäre brutal. Das wäre mega gut. Aber wie gesagt, das ist ein unglaublicher High-Risk-Move, den du da machen würdest. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird tatsächlich doch dann am Ende Michael Wimmer. Für mich wäre das in Ordnung. Nochmal danke Dirk Schuster. Danke euch fürs Zuschauen. Eure Meinung in die Kommentare gerne liken. Und weil wir es am Anfang vergessen haben, sagen wir es an dieser Stelle, am Ende des Videos, wo es am besten ist, abonnieren. Bitte. Danke. Tschüss.